Du hast dich an dem Warnstreik letzte Woche beteiligt. Die GEW hat jetzt wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Bist du wieder dabei? Ja, ich bin wieder dabei. Ich finde, es reicht. Unser Lohn ist in der Art gestiegen, dass es tatsächlich unterm Strich eine Reduzierung unseres Lohns ist. Die Preissteigerungen sind höher und ich finde, wir haben mehr verdient. Unsere Arbeit ist viel wert. Gesellschaftlich ist es unabdingbar. Wir leisten was für die Öffentlichkeit, worauf keiner verzichten kann. Und ich möchte, dass das entsprechend entlohnt wird. Wie ist denn die Streikbereitschaft bei den Kolleginnen und Kollegen? Die Streikbereitschaft ist sehr hoch, weil wir haben auch zunehmend immer mehr Menschen in unserem Kollegenkreis, die Teilzeit arbeiten und Hartz-IV-Aufstocker sind. Und das ist, denke ich, nicht hinnehmbar. Und gerade wenn wir streiken, wir merken es auch immer wieder an den Reaktionen der Eltern, merken wir, wie wichtig es ist, dass wir auf die Straße gehen, weil es gehört honoriert. Wenn die Kitas streiken, trifft das andere Beschäftigte hart, weil sie keine Betreuung für ihre Kinder finden, möglicherweise selbst nicht zur Arbeit können. Wie geht ihr damit um? Also ich finde, wenn wir streiken und die anderen es merken, wird klar, wie wichtig wir sind, weil ohne uns läuft nichts. Die Eltern brauchen uns an 5 Tagen die Woche von morgens bis abends. Und wir denken, es ist einfach legitim zu streiken und es auch klar zu machen, nämlich, dass ohne uns nichts läuft. Sei dabei in der Tarifrunde 2012. Mit der GEW, in der GEW.